Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Cambuy. Heute mit 5 Mini-PTZ-Kameras von unterschiedlichen Herstellern in unterschiedlichen Preiskategorien. Heute wollen wir testen, welche Kamera lässt sich denn am einfachsten mit dem Handy einbinden? Es sind alles WLAN-Kameras und wie man es eigentlich weiß, gibt es WLAN-Kameras, die können das nicht? Manche sind schwieriger, manche sind einfach. Heute werde ich testen, was die alle Kameras so drauf haben. Ich würde sagen, wir beginnen mit der ersten Kamera. So, wir beginnen mit der ersten Kamera von C-Tronics. Angeschlossen ist sie schon an Strom und jetzt versuchen wir das mit der App zu verbinden. Ihr kriegt gleich ein Bild, das ich einblenden lasse von meinem Handybildschirm. So, gehen wir mal in die App rein. C-Tronics, super. Kamera hinzufügen, das machen wir jetzt einmal. Wir machen das Ganze mit einem QR-Code. Gucken wir, wie einfach das funktioniert. Oh, das ging sehr schnell. Hat es die Kamera erkannt? Ja. Dann machen wir jetzt einmal fertig. Wir erlauben das Ganze. So, jetzt stande getrennt da und jetzt ist hier verbinden. Jetzt gucken wir mal, ob wir eine Verbindung aufbauen können. Das kann jetzt wahrscheinlich einen Moment dauern. Also ich habe das jetzt natürlich alles ganz ohne Bedienungsanleitung, wie ich jetzt als Normalkunde getrennt, wie ich jetzt so das Ganze starten würde, weil ich sage es mal so, natürlich erwarte ich von der WLAN-Kamera, dass ich die anschließe und direkt benutzen kann. Aber ich kriege die nicht mit dem Handy verbunden. Ich glaube, das war auch schon das Fazit. Man kann die nicht so einfach, also es geht nicht nur mit der App und dem Handy und der Kamera, das zu verbinden. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit der nächsten Kamera. Schade. Ich gehe davon aus, dass sie natürlich auch erstmal an den Computer angeschlossen wird und konfiguriert werden muss. Hier muss ich natürlich nichts mehr anschalten. Eigentlich sagt man QR-Code scannen und dann sollte das Ganze funktionieren. Wir testen mal die nächste. So, ich habe jetzt die nächste Kamera angeschlossen und zwar die günstigste, die IMU-Kamera. Da geht sie auch schon an. Ich würde sagen, ich gehe schon mal in die App rein und richte mal alles ein, was man einrichten kann. So, wie man hier sehen kann, ich bin in der App drin, man kann es aussuchen, Standard oder Fortgeschritten. Wir machen jetzt einfach mal alles in Standard. Live-Ansicht anpassen, Standard Fortgeschritten machen wir auch mal in Standard, erledigt. Da machen wir später. So, Gerät hinzufügen. Erlaubnisanwendung, habe ich verstanden, ja, okay. QR-Code, wo haben wir denn den QR-Code hier? Hier. Der ist relativ klein, hat aber direkt erkannt. Okay, ich muss meinen Bluetooth anschalten. Habe ich das an? Ja. Kopplungsmodus aufrufen. Schließen Sie das Gerät an Strom an, warten Sie, bis die LED langsam grün blinkt. Blinkt das grün? Ja. Als nächstes, Location aktivieren haben wir. Beim Verwenden der App erlauben. Okay. Gerät in der Nähe des Routers und Ihres Mobiltelefons. Okay, haben wir. So, jetzt muss ich einmal das Passwort eingeben. Wo möchten Sie dieses Gerät verwenden? Nehmen wir jetzt einfach mal für die Haushaltsanwendung. Weiter. Sie haben eine kostenlose Testversion von IMU Protect. 7 Tage Cloud-Speicher, SD-Karteaufnahme. Machen wir mal später. Okay. Ich sehe die Kamera und nicht jetzt. Und wie wir sehen können, haben wir ein Bild. Gut, durch die Folie jetzt kann man nicht sehen, aber wenn wir jetzt die Folie hier abmachen, jetzt gucken wir, was passiert. Es lädt. Und wir haben ein Bild. So, drehen wir das gerade so. Ja, wie ihr sehen könnt, die Anbindung mit der IMU, mit der günstigen Kamera und dem Handy hat 1A funktioniert, ohne irgendwelche anderen Einstellungen am Computer treffen zu müssen. Somit würde ich dem Ganzen auf jeden Fall sagen, Daumen hoch, das ist gelungen. So, weiter geht es mit der... Welcome to Realink. Please install Realink App and scan the QR code on the camera. Okay, also weiter geht's mit der Realink-Kamera. Willkommen bei Realink. Bitte Realink App installieren und den QR-Code auf der Kamera scannen.
Okay, das machen wir jetzt. Bienvenue à Reolink. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra. Gerät wird Benvenuto a Reolink. Si prega di installare l'app Reolink e scansionare il codice QR sulla telecamera. Netzwerkkabel verbinden. Bienvenido a Reolink. Por favor, installe l'applicazione Reolink e scanee il codice QR in la camera. Ich habe die Stimme gehört. Weiter. Welcome to Reolink. Please install Reolink app and scan the QR code. Scanne il codice QR in la camera. Die soll jetzt einen Piepton geben. Welcome to Reolink. Please install Reolink app and scan the QR code sulla camera. Kann es sein, dass die Folie jetzt eventuell... Benvenuto a Reolink. Si prega di installare l'app Reolink. Ah, es lag an der Folie. Okay, es lag an der Folie. Die Kamera verbindet sich mit Ihrem Router. Bitte warten Sie. Okay, okay, es lag tatsächlich an der Folie. Also, bitte immer die Folie vorher runter machen. Aber ich muss sagen, wenn man dann so lange braucht, dann ist die Sprachansage schon irgendwann ein bisschen... Die Kamera verbindet sich mit Ihrem Router. Bitte warten Sie. Mhm. Weiter. Ihr Gerät benennen. Das lassen wir jetzt mal so. Und fertig. Okay. Fotos, Zugriff auf alle Fotos erlauben, machen wir jetzt einmal. Ha! Und, siehe da, gehen wir mal einmal hier rein. Hat die zwei Linsen? Ah, okay, das eine ist, oh je, das eine ist eine Nahaufnahme und das andere ist tatsächlich weiter weg. Aber, Fazit, es funktioniert. Dafür wieder ein Daumen nach oben. Jetzt die nächste Kamera. So, als nächstes machen wir weiter mit der Hikvision-Kamera. Bei der habe ich schon hohe Erwartungen, dass es jetzt auf Anhieb funktioniert. Dass die teuerste Kamera war und das eigentlich eine sehr gute, bekannte Marke ist. Daher probieren wir das Ganze jetzt einmal aus. Ich nehme euch jetzt wieder mit in den Bildschirmmodus und wir öffnen die HiConnect-App. Gerät hinzufügen, wie bei all den anderen auch. Das finde ich schon mal super. So, ein kleiner QR-Code. Kommt schon. Näher ran vielleicht? Nee. Ah, okay. Hat er gefunden. Das Gerät wird gestartet. Ist in der Nähe vom Router. So, einmal das WLAN. HiConnect möchte sich mit dem WLAN Hub OV Higgs verbinden. Gehört das dazu? Gibt keine andere Möglichkeit. Okay, verbinden. WLAN umschalten, fehlgeschlagen. WLAN konfigurieren. Ich bin im WLAN drin. WLAN umschalten, fehlgeschlagen. Das soll ich jetzt machen. Gehen wir noch einmal zurück. Weiter. Verbinden. WLAN konfigurieren. Die letzten 8 Ziffern der Seriennummer. Ich weiß, aber es wird doch gar nicht angezeigt. Wir schließen das Ganze noch einmal. So, ich habe die Aufnahme jetzt noch einmal neu gestartet, dass ich hier alles komplett mal zurücksetzen kann. Wir probieren es jetzt nochmal. Ich nehme euch wieder mit. Bildschirmaufnahme. Ihr achtet genau darauf, was ich tue, ob ich einen Fehler mache. Gerät hinzufügen. QR-Code scannen. Das ist jetzt mein letzter Versuch. Wenn dies nicht klappt, dann gebe ich es auf. So, okay. Passwort. So, verbinden. WLAN konfigurieren. Ja, die letzten 8 Ziffern der Seriennummer. Keine Ahnung. Leute, ich kann euch nicht sagen, ich finde dieses WLAN nicht. Ich weiß nicht, wo ich es eintragen soll. Finde ich schon zu kompliziert. Also es kommt immer eine Benachrichtigung, der Name vom Wi-Fi heißt Hub und ein OVHIIX. Wenn sich irgendjemand hier mit Hikvision oder wenn jemand das Problem hatte, bitte einmal drunter kommentieren. Vielleicht kriege ich doch noch eine Chance, das irgendwie anzubinden. Aber ich werde es jetzt aufgeben. Das habe ich jetzt dreimal versucht und es ist nichts geworden. Daher... So, jetzt machen wir mit der nächsten und auch letzten Kamera weiter, und zwar die von Dahua. Jetzt testen wir gerade mal, ob die sich einbinden lässt. Ich nehme euch wieder mit. So,
Let's go. Hier seid ihr schon in der App drin. Und hier funktioniert das Ganze auch mit dem QR-Code. Den scannen wir jetzt einfach mal ab. So, Seriennummer gefunden. Okay. Netzwerkkonfigurationsmethode nehmen wir drahtlos. Und jetzt einmal das Passwort. Jetzt haben wir hier 115 Sekunden, die wir warten müssen. Jetzt bin ich gerade mal gespannt. Jetzt schauen wir mal. Laden fehlgeschlagen. So, leider kann man auch diese Kamera nicht über das Handy mit dem WLAN verbinden. Dann kommen wir zu meinem Fazit. Also, ich muss sagen, bei der ganz günstigen Variante, bei der IMO und bei der Reolink, hat das Anbinden problemlos funktioniert. Die C-Tronic, die Hikvision und die Dahua haben leider in diesem Bereich nicht so gut abgeschnitten. Ich gehe jetzt mal davon aus, bei der Hikvision und bei der Dahua, das sind professionelle Kameras, dass da wahrscheinlich die Anbindung doch über den Computer verlaufen muss. Aber ich möchte immer noch keine Vorurteile haben, denn es geht natürlich darum, um das wichtigste Thema, wie ist die Bildqualität, wie funktionieren die Kameras, was haben die Kameras für Funktionen. Das alles seht ihr im nächsten Video von uns und eventuell können Dahua und Hikvision in diesem Video noch zeigen, was sie drauf haben. Also bleibt gespannt und bis zum nächsten Mal.